Hallo liebe Reisemobilfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Carex Reisemobiltechnik hier aus Castrop-Rauxel. Heute mit etwas, sehr, sehr Schönem, finde ich. Und zwar wollen wir euch ein Verladesystem der Firma Vitec zeigen. Da sind wir sowohl Vertriebspartner als auch Einbaupartner von und da sind wir ganz, ganz stolz auf dieses System. Warum wir da so stolz drauf sind, das möchte ich euch einmal zeigen. Wir haben hier ein Francia mit einer auch recht großen Heckgarage. Allerdings ist es bei dem Fahrzeug so, dass hier drin sich eine sogenannte, ja, ich möchte mal sagen, Verlademulde befindet. Die befindet sich also hier hinten drin. Hier hat man im Prinzip nochmal so eine Verschachtelung, wo man auch Sachen mit unterstellen kann. Das ist auch sehr, sehr gut. Allerdings ist dann natürlich immer die Schwierigkeit gegeben, dass, wenn man da nochmal drankommen möchte und das hier im vorderen Bereich zugestellt ist mit anderen Sachen, wird es natürlich immer sehr, sehr schwer. Ja, der Kunde war bei uns gewesen und hat uns gebeten, ihm einmal das Vitec Regalsystem einmal vorzuführen, das Verladesystem vorzuführen. Das haben wir auch in den letzten Tagen mal gemacht und er hat sich auch dann sofort dazu entschlossen, dieses Regalsystem bei uns einbauen zu lassen. Jetzt ist das hier final fertig und ich wollte euch einmal dieses Verladesystem im Detail zeigen. Wir haben hier die Möglichkeit, bei dem Verladesystem aufgrund der Konstruktion das gesamte System auf einer Schienenplattform, so wie ich es jetzt zeige, nach vorne und auch komplett nach hinten, wie gesagt, ultra einfach hin und her zu verschieben. Das heißt, ich habe jetzt natürlich bei dem Francia den Vorteil, dass ich hier hinten noch mal eine separate Klappe habe. Aber auch ohne diese Klappe wäre es kein Problem. Ich könnte es also ohne Probleme durch die seitlichen Garagenklappen nach vorne und nach hinten komplett hin und her verschieben. Aber der größte Vorteil an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass ich hier die Möglichkeit auch noch mal habe, dass ich das System hierher quer verschieben kann. Ne? Das ist jetzt hier meine Querverschiebung. Das heißt, wenn ich jetzt das so weit quer verschoben habe und müsste jetzt hier dran, dann kann ich ohne Probleme hier auch in meine Heckgarage rein und könnte mich hier an dem, was ich hier rausnehmen möchte oder einladen möchte, auch ohne Probleme bedienen. Ja? Das ist also der große Vorteil dabei. Ich kann sogar auch hergehen. Das bieten aber auch andere Verladesysteme auch, dass ich jetzt hierher gehe zum Beispiel. Und da hört man auch schon an dem Ton, was das für ein Material ist, nämlich sehr, sehr hochwertiges Aluminium in Verbindung mit den ganzen Kugellagern unten, die aus Edelstahl sind, habe ich hier mein Regalsystem, was ich hier komplett rausziehen kann. Nach wie vor auch die Querverschiebung ist hier gegeben, auch wenn es ausgezogen ist. Und dieses Regalsystem ist 150 Kilo belastbar. Ne? Das Ganze kann ich sowohl in die Richtung machen, ich kann es aber auch in die andere Richtung machen, so dass ich im Prinzip von allen Seiten an das drankomme, was ich gerade brauche. Ja? Ich habe die Möglichkeit hier bei dem Regalsystem auch diese Euroboxen zu integrieren. Dafür ist das Regalsystem eigentlich auch ausgelegt. Und da habe ich hier ein bisschen was schon reingelegt. Da gibt es also sehr, sehr viele verschiedene Boxen in verschiedenen Größen. Das fängt hier bei der ganz kleinen, bei der ultraflachen an hier. Die ist nur, ich messe mal nach, ja, keine 8 cm hoch, ja, und die kann ich hier einlegen, oben, unten, seitlich, wie ich es haben möchte. Ich kann die aufstocken, wenn ich möchte. Wenn ich hier zum Beispiel, wir haben ein bisschen Geschirr als Beispiel mal reingelegt, kann ich hierher gehen, kann das hier so weit aufstocken. Ich könnte jetzt nochmal, auch hier nochmal so einen flachen nehmen als Beispiel wieder, hier wieder mit drauf. Das wird jetzt hier so nicht passen, da muss ich hier ein bisschen was runternehmen. Und da reinlegen, so als Beispiel, dann müsste das hier auch so wieder mit drauf passen. Also selbst das hier würde jetzt so passen, muss ich unten wieder was wegnehmen, dann wäre das gerade. Also ich kann die hier auch in verschiedenen Größen, hier habe ich zum Beispiel einen noch größeren, die gibt es von Auer und dann kann ich mir wirklich mein Wunschmaß oder mein Bedarfsmaß einfach aus dem Katalog aussuchen, kann die bestellen und könnte hier so mein Regalsystem exakt bestücken. Ich habe hier sogar mal eine riesengroße Box rausgelegt. Die ist also wirklich sehr groß, wie man hier sehen kann. Ich messe die auch mal aus. Selbst die passt in das Regalsystem rein. Die hat also ein Innenmaß von 56,5 zu 36. So, und die Tiefe ist
30 Zentimeter. Also eine Riesenbox. Selbst die könnte ich jetzt hier unten in meinem Regalsystem links und rechts, oben, unten, wie ich möchte, könnte ich integrieren. Wobei das hier eigentlich schon sehr, sehr groß ist. Da muss man wirklich gucken, was man da reinmacht. Aber gerade diese kleinen Boxen, die gibt es, wie gesagt, auch nochmal abgefächert, dass man da Werkzeuge mit reinmachen kann oder auch irgendwelche anderen Kleinigkeiten, die man halt so als Campingbedarf immer mitnimmt, kann man dieses Regal wirklich wunderschön und exakt bestücken. Wir können mit der Kamera mal kurz darüber halten. Da sieht man dass den ganzen Berg hier im Prinzip, der im Vorfeld jetzt hier schon in der Garage drin war. Das kann jetzt alles hier wieder reingeräumt werden. Brauchen wir jetzt nicht so ins Detail reinhalten, das ist eine persönliche Sache. Aber dass man nur mal sieht, eben halt, was da alles jetzt in der Heckgarage drin war. Das kann der Kunde sich jetzt schön sauber und ordentlich hier in sein Heckgaragensystem integrieren. Kann das bei Bedarf nach vorne und nach hinten ziehen. Er hat die Stühle auch da, wo er die haben möchte. Entweder hier in dem Bereich oder halt da in dieser Mulde. Und wenn die Frau mal sagt, Schatz, können wir immer mal ein bisschen sitzen, wo es gerade so schön ist, dann kriegt der Mann auch nicht immer so eine Krawatte, weil er irgendwas aus der Heckgarage rausholen muss. So war es nämlich bei mir vorher immer. Immer gerade, wo wir mal schön gestanden haben, kurz für ein, zwei Stunden, wo ich mal ein bisschen hinsetzen wollte, war es immer sehr, sehr problematisch mit meinem vorherigen Fahrzeug, bevor ich dieses Verladesystem hatte bei mir im Auto, da was rauszunehmen und sich mal irgendwo hinzusetzen. War also immer sehr, sehr schwierig. Und das ist jetzt hier halt mit diesem Verladesystem, wie gesagt, was ich komplett dann auch bei Bedarf nach vorne, nach hinten und auch quer verschieben kann, habe ich hier wirklich eigentlich jeden Millimeter, jeden Zentimeter, den ich hier in der Garage habe, ist eigentlich jetzt nutzbarer Raum, weil ich überall dran komme. Ja. Es nützt mir die größte Garage nichts, wenn ich an 50% der Sachen, die ich mitnehme, wenn ich an diese Sachen nicht drankomme oder nur halt bedingt drankomme oder erschwert. Und mit diesem System habe ich das halt nicht. Ich kann, wie gesagt, aufgrund der Möglichkeiten, die ich habe, habe ich unbegrenzt viele Möglichkeiten, Sachen mitzunehmen und auch, ich komme überall auch mal eben schnell dran. Ja. Wie gesagt, aber das hier mit dem Frank hier auch, hier oben mit der dritten Heckklappe, das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Ich hätte hier sogar, könnte ich, also ich kann da, bin 1,76, ich kann hier super drunter stehen, also muss ich ganz ehrlich sagen, ganz tolles System. Ne? Ja, so sieht's aus. Ich wollte euch das einmal näher bringen, das zeigen. Wir haben nächste Woche noch ein Morelo, der kriegt auch das gleiche System, allerdings noch in Verbindung mit einem Fahrradträger. Das werden wir auch verbauen, da machen wir also auch ein Video von, das wollte ich euch dann auch einmal vorführen und zeigen, wie das in Verbindung mit dem Radträger aussieht. Und wie gesagt, Material ist sehr, sehr hochwertig. Ist aber auch kein Schnäppchenprodukt, also nicht, dass man denkt, das kostet wirklich nur ein paar hundert Euro, ist also ein sehr, sehr exklusives Produkt. Aber wenn man es einmal gesehen hat und auch die Haptik, wenn man mal etwas vom Material her meine Hand gehalten hat, dann sieht man wirklich, wie hochwertig dieses Produkt ist. Der weitere Vorteil ist auch, was ich noch sagen möchte, ist, man kann, wenn einmal diese Grundschienen installiert sind an dem System in der Heckgarage, kann man hergehen und kann sagen, ich nehme jetzt einfach mein Regalsystem mit oder ich gehe einfach mal her und nehme mein Fahrradträgersystem mit oder mein Rollerträgersystem mit. So etwas Ähnliches haben wir euch ja schon mal gezeigt in einem vorherigen Video. Und diese Möglichkeiten habe ich dann also auch. Ich kann also wirklich switchen. Ich kann sagen, ich nehme jetzt mein Regalträgersystem raus, mache mir dafür den Rollerträger rein, dass ich meinen Motorroller mitnehmen kann oder eben halt den Fahrradträger. Oder auch mehrere Komponenten nebeneinander. Aber dann geht es natürlich immer darum, wie groß ist meine Heckgarage und was kann ich an Lasten maximal in der Heckgarage mitnehmen. Ja. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Abonniert unseren Kanal, passt auf euch auf, bleibt gesund, alles Gute, euer Carex-Team.